Ja, ich bin hier wieder zurück in Far Cry 3 und ich habe den komischen Kauz hier getroffen, der irgendwie Wir irgendwas müssen handeln. Ekliges mit dem Wildschwein macht. Und ich wollte ihn mal fragen, was der eigentlich hier macht. Ja, was macht er denn hier? Hallo? Konnte ich da irgendwie nicht letztens noch interagieren mit dir? Konnte ich nicht interagieren mit ihm? Oder konnte ich nur mit dem Auto interagieren? Ich konnte gar nicht mit ihm interagieren. Ist das peinlich? Cool. Da habe ich euch echt viel zu viel versprochen. So, aber jetzt, was ich hier eigentlich machen wollte, ist ja Dingos Ich muss finden. nachdenken. Und deswegen habe ich mein Auto hier so geil geparkt. Ich sehe hier aber keine Dingos, wenn ich ehrlich bin. Was haben wir da oben? Was ist das für ein Ding? Ein kleiner unbedeutender Vogel. Okay. Hä? Wie finde ich denn jetzt Dingos? Ey, das ist ja schon wieder nervtötend. Ich glaube, jetzt hat gerade irgendwas geknurrt. Irgendwas hat mich angeknurrt. Wo war ich denn jetzt? Wo ist denn? Wo bin ich denn? Da. Da bin ich da. Der Jason, da ist er. Da sind Hirsche. Da war doch was, da war doch was. Ist das jetzt irgendwie so ein blöder wilder Hund oder ist das ein Dingo gewesen? Okay, das sieht doch noch was aus. Aber scheiße, ist die flüchten wahrscheinlich gerade vor mir, weil ich zu laut bin. Ich glaube, das war jetzt nur so ein komischer, vergammelter Hund, oder? Fuck it! Armer Hund, ey. Völlig umsonst gemordet. So ein Kack, ja. Mit Hundefell kann ich ja jetzt gar nichts anfangen. Das ist doch jetzt Käse. Wofür wollte ich das Dingo-Fell? Für den Beuterucksack. Ah, ist das blöd. Nee, das sind keine Dingos. Okay, die Dingo-Symbole sehen auch völlig anders aus. Okay, Käse. Ich glaube, in dem Gebiet sind hier aber auch noch keine Dingos. Zumindest habe ich kein Dingo-Symbol hier oder ähnlich aussehendes Symbol hier gesehen. Ah, da muss ich sowieso ins neue Gebiet. Okay, dann mache ich jetzt einfach mit der Mission weiter, weil das ist ja ansonsten bringt das ja jetzt nichts. So, reisen wir mal schnell hier irgendwie hin, oder? So. So, hier mal Memory Card mitnehmen. Verkauf, okay. Munition. Für Scharfschützengewehr aufladen. So, jetzt raus hier. Komm. Wir wollen weitermachen, Leute. Okay, das sind hier immer noch über 1 Kilometer Entfernung. Am besten ich besorge mir hier so ein Fahrzeug. Ach, Chase. Muss da nicht immer so schnauben, ey. Die paar Meter da. Na, laufen sich doch von ganz allein. So, jetzt ab auf die Route 66. Die Straßen haben hier gar keine Bezeichnung. Das ist absolut irritierend. So. Oh, das kennen wir doch schon hier. Nein, keine Hilfe für dich. Tut mir leid. Hallo? Hallo? Oh Scheiße, wen habe ich denn da jetzt angefahren? War das eine harmlose Familie? Tut mir leid, egal.
Sorry. Aber ich hatte, glaube ich, auch Vorfahrt eigentlich. Nein, ihr wart ja schon auf der Brücke. Okay, ich weiß, aber egal. So. 800 Meter. Komm schon. Come on. Gefährlich am Grenzgebiet vorbei geschlänzt. Oh, scheiße. Ich fahre mitten ins Grenzgebiet rein. Jetzt wird es hier ganz gefährlich. Ach so, da fällt mir ein. Was natürlich sinnvoll wäre... Ach Gott, ich fahre ja hier komplett einmal oben rum. Das ist natürlich ideal. Dann fahre ich einfach mal auch direkt hier drauf zu und mache das Gebiet erstmal frei. Ja, das würde ich für ideal halten. So, machen wir es. So, da sind die Kollegen wieder. Hallo. Ach, schießen einfach, oder was? Wie sind wir denn drauf? Du willst mich hacken? Will mich schön hacken, der Kollege. So, warte, ich mache dich fertig. Hi, grüß dich. Ach, du bist so ein Loser. Oh, das tut mir jetzt leid. Ich dachte, du würdest mich zerhacken. Fischgesicht. Ist nicht mit zerhacken, hä? Die Freaks immer, nicht? Die größten Sprüche kloppen, ich hack dich und so mit meiner Machete. Und dann einfach auf die Haube fallen. Zufällig. Musst du gucken, wo du hinläufst. Junge, ab geht's. Ach ja, Far Cry ist echt abgefahren. Ich meine, man kann hier so viel Scheiß machen. Ja, egal. Ich mache jetzt erstmal hier zielstrebig meine Aktionen hier. Lager erledigen. Und im Anschluss daran... Im Anschluss daran werde ich ganz zielstrebig... Oh, da ist ja das Lager eigentlich schon. Halte ich da jetzt mal die Kamera rein oder wie mache ich es am besten? Oh oh, da ist er schon. Der Kollege. Scheiß Rebellen können die scheiß Insel behalten. Können die scheiß Insel behalten, wa? Leck mich fett. Jetzt wirst du sterben, du Arschloch. Oh, ihr Pisser, ey. Ist natürlich wieder denkbar perfekt gelaufen, ist klar, sieht man ja. Wieso fährt denn der Jeep eigentlich weiter, ey? Ihr Loser. Ich krieg wahrscheinlich brutal Abzug jedes Mal, wenn die Verstärkung rufen und so, aber... Andererseits, was soll's? Drauf geschissen, ey. So, jetzt werden erstmal wieder... Es ist wieder die Riesenabfummel... Alter! Das ist jetzt ein Scheißwitz! Das ist jetzt ein Scheißwitz! Ich verliere meine Stimme gerade! Ihr habt das jetzt gesehen, oder? Ich meine, meine eigenen Leute haben mich gerade einfach mal getötet. Überfahren. Hallo? Das ist doch bescheuert, ey. Wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Okay, jetzt bin ich zum Glück in dem Gebiet gelandet, was ich gerade erobert habe. Aber also das habt ihr, ihr seid Zeuge. Das war nicht meine Dummheit. Das waren Spastis, die mich einfach plattgefahren haben. Arschpisser. Meine Fresse, ey. So ein Scheiß. Jetzt wollte ich da gerade mal irgendwie alle abfummeln und ein bisschen Kohle aus ihren Taschen rausziehen. Und da fahren die mich platt, ey. Und jetzt sind die natürlich alle nicht mehr da. Jetzt habe ich hier $200 verloren. Hallo? Ey, wäre ich aggressiv. Das kann es nicht sein. Jetzt bleiben mir nur noch zwei, drei Kistchen, die hier stehen. Weil die Arschlöcher mich überfahren haben. Das ist doch echt bekackt. Das ist doch echt... Echt krass. Ihr scheiß Arschwichser. Um das mal... Echt, das finde ich jetzt kacke, ey. Ja, fahr mich doch nochmal tot, du Penner. Sch-
Scheiße, echt jetzt. Egal, ich muss ja irgendwie weitermachen. Also jetzt zum Funkturm. So. Ey, da fahren die mich tot, ey. Was ist denn das eigentlich für eine Kacke? Ey, in einem Part blasen die mir in mein Auto rein und diesmal fahren sie mich einfach tot. Das ist also echt... Die Rakyat, ich weiß nicht, das macht mich zwiespältig irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich denen noch weiterhelfen will. Die sind offensichtlich krank. Wo fahre ich denn gerade hin? Das kommt mir irgendwie ungewöhnlich vor, was ich hier mache. Was haben wir da für Tiere? Hausschweinchen wieder mal. Ach, ich bin ja genau richtig gefahren. Instinktiv. Instinktiv genau richtig gefahren. So, nächster Turm. Okay. So. Komm schon. Ja, diese Türme sind echt ein Phänomen, ey. Aber offensichtlich läuft ja dann das Internet trotzdem stabil hier auf der Insel, nicht wahr? Wie komme ich denn da jetzt hoch? Weiß das jemand, wie ich da jetzt hochkomme? Übersehe ich hier gerade irgendwas? Hallo? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Komme ich denn da hoch? Kletter doch mal da hoch. Das sieht ja nicht ein. Aber hier jetzt, oder? Ja. Sehr gut. Jetzt habe ich schon gedacht, der klettert da nicht hoch. Okay, da können wir wieder klettern. Ja, ist gut. So, ab geht's. Ich weiß, dass ich mit Citra sprechen soll. Ist ja logisch, ey. Also die Türme sind echt abenteuerlich. Das ist klar. Fuck, aber der Ausblick ist ja der Wahnsinn, ey. Der Ausblick ist geil. So, dann da wieder hoch, komm. Schön in die Spitze rein. Wow. Okay. Und ab geht's. Gebiet freischalten. Komm schon. Ah, die Dinger halten nichts aus. So, Internet an. Sehr gut. Oh, eine Höhle. Ja, die Frage ist, diese Fixpunkte, die dann immer eingeblendet werden. Oh, ein Flugzeugwrack. Ob ich die mal einfach auch abgehen sollte. Aber es ist ja... Ich muss ja so viel Zeit investieren, um hier überall auf dieser Insel rumzueiern. Das kriege ich ja nicht auf die Reihe. Was ich jetzt nochmal machen werde, bevor ich diesen Part hier beende, ist meine Fähigkeitspunkte nochmal durchchecken. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig für euch, aber ich muss irgendwie mal gucken. Hergestellte Spritzen wirken 25% länger. Aha, weiß ich nicht. Wo waren denn die weitergehenden Gesundheitsfelder? Wie war das denn? Verbesserte Treffsicherheit, ist klar. So, was ich erlernen kann, ist das hier. Die Potenzierung der Spritzen. Das ist. So, was haben wir hier? Teilweise geleerte Gesundheitsfelder regenerieren sich 50% schneller. Das machen wir jetzt einfach mal. Okay. So, da hätte ich hier schon mal alles weg und hier habe ich ja noch gar nichts erlernt. Sprint schlittern. Du kannst beim Sprinten C drücken. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Ich habe ja die Fähigkeitspunkte, was soll's. Grüner Daumen, doppelt so viele Gegenstände von Pflanzen ernten. Machen wir jetzt auch. Schwimmprofi, 25% schneller schwimmen. Ja, finde ich auch echt okay. So, was haben wir hier oben? Takedown und verstecken. Ja, das kurze Leichen verstecken, wenn ich Takedown, wenn ich F halte, ne? Du kannst die Leichen, ja, ja. Irgendwie so war das. Das machen wir jetzt einfach auch. Ja, genau. Halte schnell danach S, um dein Opfer fortzuschleifen. Alles klar.
So machen wir das. So, Fähigkeitspunkte sind verteilt. Mein Tattoo sieht immer geiler aus. Jetzt gratis in Shops. A2000, jetzt gratis M133 und so weiter. Okay, bevor ich jetzt hier irgendwie abstürze, hopse ich mal daran da. Was geht denn da ab? Gehen die Hunde jetzt auf mich los? Oh fuck, ja, die Hunde gehen auf mich los. Ey, jetzt habe ich auch noch so einen Piratenschweinepriester am Arsch. Ja, wie viele Scheißhunde sind denn hier? So, okay. Viele Hunde. Direkt in die Scheißhunde reingeflogen. Naja. Plündern. Aber das Geile ist, dass auf der Insel immer was abgeht. Das gefällt mir gut. So, Leute. Aber jetzt sind wir eigentlich schon wieder am Ende dieses Parts. Ich bin aber deutlich näher an meinem Ziel und ja, warum ist das hier der Tempeltorweg rot markiert, ist die Frage. Ich mache vielleicht auch erstmal diese Farm hier platt und näher mich dann da Richtung Tempeltorweg und gehe in die Mission rein. Gut, wobei diese Rakyat, Prüfung der Rakyat ist ja auch rot, also von daher wird schon irgendwie passen, nicht? Okay, gut. Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part zu Far Cry 3 und ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen gut unterhalten oder ich habe euch eigentlich sehr gut unterhalten. Ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube schon. Also bis bald. Ciao.